Ich habe auch eben mein Buch nicht gefunden, weil es auch in dem Haufen war. Aber man braucht nie sich wundern, wo irgendwas ist, weil man weiß, egal was man sucht, es ist im Haufen. Das heißt, ich habe immer einen Ort, an dem ich gucken muss. Sei auch vorteilhaft. Falls meine Frau das sieht, es tut mir leid. Einerseits finde ich, läuft es ganz gut bei mir gerade mit dem Training über die letzten Monate, wo ich gute Fortschritte gemacht habe, was ich auch gut übersetzt habe in den Einer. Ja, also ich schätze die Chancen ganz gut an. Wenn man davon erstmal in der ersten Runde erstmal reinkommt, wird auch erstmal wenig. Von den meisten ist natürlich der Traum, schnell einen Einer zu fahren, aber das ist in meinem Fall utopisch. Da fehlt mir entweder das Gefühl, das Tole hat, oder die große Kraft von Olli. Und Doppelvierer ist auch ziemlich geil, ja. Hans und ich sitzen im Vierer, die größte Entfernung voneinander. Er sitzt auf Schlag und ich sitze im Bug. Und wir sind mehr als nur Ruderpartner, wir sind wirklich richtig gute Freunde. Und klar, am meisten mag ich es natürlich, wenn er mit mir im Boot sitzt. Wir kennen es ja jetzt schon wirklich, wirklich ewig, haben wir schon viel zusammen erlebt, auch erfolgreich. Und hoffen jetzt natürlich, dass wir noch mal ein paar erfolgreiche Jahre zusammen haben. Klar, es ist mein Wunsch, wieder auf Schlag zu sitzen. Am liebsten hätte ich natürlich Karl dann wieder im Bug. Da wissen wir ja, dass das auch funktioniert und erfolgreich sein kann. Ob das am Ende so kommt, liegt zum größten Teil an uns, aber natürlich auch an den Trainern. Die Busklasse 4 bereitet mir Kopfzerbrechen, ganz klar. Ich war eigentlich nach Lago Azul sehr positiv gestimmt, aber hatten leider am letzten Tag einen Unfall mit Philipp Siering, der sich den Fuß gebrochen hat beim Fußballspielen. Und noch einen Ausfall mit Max Appel, der einen Eingriff am Herzen hatte. Das ist natürlich der Worst Case und jeder von uns kann sich vorstellen, wie schlimm das ist, wenn man so viel trainiert und dann ausfällt. Klar wünsche ich von uns jeder im Boot zu sein. Ob das jetzt so die Besetzung ist, kann ich nicht sagen. Also wenn es die ist, dann haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Letzte Saison sind ja Lars Hartig und Timo Piontek zusammen Doppelzweier gefahren. Mit den Händen raus, kommt noch mit der Anrollbewegung gut zusammen und dann zieht das Ding nach vorne, immer wieder schön. Lars und Timo sind ja vorher eigentlich nicht miteinander gerudert, hatten eigentlich auch kaum Schnittpunkte so in ihrer Karriere, aber haben es eben relativ schnell hingekriegt, so eine einheitliche Ruderidee zu entwickeln, fahren technisch sehr akkurat. Ja, sehr schön. Timo ist einer, der sich eben extrem gut anpassen kann, also der wirklich es schafft, da wirklich das genau zu übernehmen, was Lars vorgibt. Wenn Lars Fehler macht, macht er sie mit. Und wenn Lars gut rudert, dann rudert er auch gut. Also das ist schon ein Phänomen. Eine gute Einheit ist für uns, wenn wir wirklich sehr synchron sind. Und das spürt man. Das sieht man vielleicht vom Außen nicht, aber man spürt es im Boot. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl auch. Und dann merkt man auch, dass es auch sehr, sehr gut läuft. Stefan kann dann abbauen. Ja. Gut, wenn man Stefan kennt, der ist nur jahrelang auch Zweier gefahren und er hat sich dieses Jahr halt mit Tole gesagt, dass sie den Angriff da starten wollen. Und da, das ist natürlich absolut harte Konkurrenz für die anderen beiden, das ist ganz klar. Plan A ist, einer die Saison zu fahren. Und Plan B ist halt, ja, der Doppelzweier mit Stefan Krüger. Dann fahren wir aber. Das Boot läuft echt gut, also es macht richtig viel Spaß mit Tole.
Ich denke, in dem Boot wären wirklich zwei super engagierte, super ehrgeizige Leute drin. Und das hätte auf jeden Fall auch viel Potenzial. Ja, mein Wunschkonzert wäre, ich hätte alle Athleten, die ich haben möchte, zur Verfügung. Alle sind gesund und sind topfit bei den Selektionsmaßnahmen dabei. Wir hätten einen Einerfahrer, der sich klar rauskristallisiert. 15:30. Ich hätte gerne natürlich auf der internationalen Regatta in Duisburg, wo wir den Doppelzweier ausfahren werden. Ich hätte gerne bei beiden Tagen den gleichen Zweier vorne. Möglichst auch mit komfortablen Vorsprung. Frühstück ist das Wichtigste, was es gibt. Bitte, ist jetzt eigentlich ein Film über mich? Und hätte dann gerne noch leistungsstarke Athleten für den Doppelvierer zur Verfügung. Wenn wir weiterhin so gut trainieren und hier mal alle gesund bleiben, dann denke ich schon, dass wir sehr gute Chancen haben, das auch in allen drei Bootsklassen direkt zu schaffen.